Also Musikproduzenten machen es sich schon viel zu schwer. Obwohl man echt nur einen kleinen Switch in der Denkweise machen könnte, verliert man stattdessen viel zu viel Zeit, weil man immer wieder denselben Fehler macht. Und den Fehler machen nicht nur Anfänger, sondern auch Erfahrene, weil es auch heutzutage viel zu einfach ist, weil wir viel zu viel Technik und Information haben. Und dadurch vergisst man auch sehr oft, was sind denn eigentlich so die größten Aufgaben eines Musikproduzenten. Und ein sehr großer Part vom Job als Musikproduzent ist einfach, erstmal die Stimmung zu setzen und dann mit Sounds quasi den Vibe und die Emotionen über Zeit zu beeinflussen. Und kein juckt halt, ob du genau hier irgendwie 4,2 dB mit dem EQ geboostet hast und dann 4,2 dB beim anderen gecuttet hast, weil du gehört hast, dass das irgendwie die perfekte Formel ist für die Balance oder was auch immer oder irgendein AI-Plugin genutzt hast. So, kein juckt das. Also hört auf, alles viel zu technisch zu sehen und habt auch keine Angst, irgendwie Fehler zu machen dabei. So, es ist Kunst und vor allem dieser kleine Switch in der Denkweise, so dass es eigentlich um was anderes geht, so wenn ihr produziert, löst halt viele Sachen, wie zum Beispiel euer Ego, dass ihr nicht irgendwelche Plugins benutzen könnt, weil das ja irgendwie Cheating ist oder es kickt euch auch nicht dauernd aus dem Flow raus, wenn ihr irgendwas produziert und dann irgendwie zu technisch reingehen müsst und das dann euch aus dem Flow rauskickt. So, das sind alles so Vorteile davon, wenn ihr so einen kleinen Switch in der Denkweise habt. Also versteht mich nicht falsch, ich meine, ich lernt nicht neue Plugins kennen, neue Techniken und so weiter. Was ich damit meine, ist einfach, es gibt nicht wirklich Regeln oder irgendwelche Formeln in der Musik, wie man einen guten Song macht. Was mir auch so aufgefallen ist, ich bekomme mega oft so Fragen von Anfängern, wie zum Beispiel, wie setzt man eine Kick richtig? Oder du zeigst in dem einen Video die Technik für Kick und Bass mixen. Funktioniert das auch auf Pads? Also lauter so Fragen und ich merke dann voll oft, hey, die Herangehensweise ist voll verkehrt. Also viel zu viele Producer denken, die bräuchten erstmal die ganzen Begriffe, die ganzen Regeln, Plugins, Formeln, alles Mögliche. Und wenn ich dann halt so Fragen bekomme, wie setze ich die Kick richtig, so ich kann dazu halt so fast unmöglich ein Video machen. Ich setze ja meine Kickpattern nicht so bewusst immer. Also das kommt meistens aus Erfahrung und aus Vibe. Bei mir ist auch allgemein so, also ich setze immer Vibe und Energie an erster Stelle und gucke dann, wie komme ich ans Ziel. Also ich mache dann alles Mögliche, um mit verschiedenen Plugins und was auch immer das zu erreichen. Aber es ist immer der Vibe und die Energie an erster Stelle. Zum Beispiel, ich lerne crazy Distortion Technik für die Kick. Das heißt aber nicht, dass ich dann diese Technik nicht auf dem Master benutzen kann und dann meine Automation mache und daraus dann so ein crazy Outro wird zum Beispiel. Oder ich bin auch manchmal unterwegs und nehme irgendwelche Texturen auf für zum Beispiel eine Kick oder für allgemein so Ambience Texturen. Das heißt aber nicht, dass ich das einfach so mache, um nerdy zu sein oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach für den Song. Also der Song steht so an erster Stelle, da muss der Vibe stimmen und ich mache dann alles, was nötig ist, um dahin zu kommen. Also sich so neue Perspektiven zu schaffen und irgendwie neue Videos zu schauen, neue Infos zu bekommen, so, das ist ja auch gut so. So, das mache ich auch und zeige auch in Beatmaking-Sessions so meinen Prozess, aber es ist vielmehr, es ist nicht der einzige Weg. Also nutze solche Sessions dann viel mehr als Inspiration und später, um vielleicht mal die Regel zu brechen. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, wie man seine Kicks setzt, wie man seinen Beat zu mixen hat oder wie viele Tiefen man rauscutten soll. Unser Job ist es, einfach dem Zuhörer einen geilen Vibe zu geben. Und das kommt einfach mit Erfahrung, mit dem Vibe, den du aktuell hast und allgemein mit den Einflüssen, die du so in letzter Zeit hattest. Deswegen verkackt eure Power einfach nicht beim Beatmaking, während ihr viel zu sehr auf so technische Sachen achtet. Stattdessen geht lieber zurück zu den Basics und macht euch mal so Gedanken, was macht Musik eigentlich? Und da denkt man dann plötzlich an so Sachen wie zum Beispiel Frequenzen, die in unserem Gehirn zu Emotionen verarbeitet werden. Und da hast du es auch. Also deine Aufgabe ist, das zu transportieren. Du bist ein Künstler und wie ein Maler zum Beispiel transportierst du dann dein Vibe auf die Leinwand. Nur dass halt die Leinwand dann deine DAW ist, die Farben sind dann deine
Sounds und der Pinsel sind dann deine Plugins quasi. Und dieser kleine Switch ist so simpel, aber so mächtig, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, du wirst dadurch viel einfacher deine Beats machen, ohne irgendwie Angst, Fehler zu machen oder ohne dein Ego irgendwie anzugreifen, weil du irgendwas Leichteres nutzt und irgendwelche Plugins, die dir alles erleichtern oder Loops oder was auch immer. Okay, das ist so ein bisschen off-topic, aber was mir auch aufgefallen ist, Producer müssen mal viel mehr aus ihrem Low-Key-Modus raus. Also Producern ist nicht bewusst, wie viel Macht die haben eigentlich in der Industrie. Und sie verstehen nicht, dass sie oft der erste Schritt beim Entstehungsprozess eines Songs sind und dass sie den Sound, der vielleicht erst ein paar Jahre später Mainstream wird, mitformen und damit halt auch neue Kulturen hochpushen und erzeugen. Und das ist halt brutal mächtig. So ohne Kunst und ohne Kultur wird die Welt meiner Meinung nach so langweilig werden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir scheint so, dass während der Pandemie etwas so die Kunst und die Kultur etwas untergelitten hat. Also es kommen natürlich zwar die ganze Zeit neue Serien und Filme, Musik so in Massen auf uns zu, aber es fehlt so die Seele und die Kultur und vor allem die Story dahinter. Und ja, natürlich können irgendwelche BWL-Statistiker jetzt kommen und sagen, ey, es ging doch nach oben, es steigt und... Aber man vergisst halt, dass während der Pandemie der Mainstream reinkam und generell Leute halt mehr vor dem Bildschirm verbracht haben. Dann wurden halt auch Kulturen, die eigentlich nicht Mainstream-tauglich sind, Mainstream und... Dann kam halt der große Hype und die Klicks wurden auch gefaked. Also es schien so, als müsste man da das Ganze mithören und mitmachen wegen FOMO. Und das Problem meiner Meinung nach ist einfach so die falsche Herangehensweise, weil jeder wurde irgendwie plötzlich ein Marketing-Experte, Manager und versucht irgendwie so dem Algorithmus zu gefallen. Aber man vergisst halt die Kunst, Kultur und die Emotion, so die leidet drunter. Ja, das ist aber ein anderes Thema, so bin abgeschweift. Was ich meine ist, es ist einfach egal, wie du an dein Ziel kommst, um einen Vibe zu kreieren. Merkt euch das, den Zuhörer wird es nicht jucken, was du da benutzt hast. Vielleicht so ganz oberflächlich, aber sonst überhaupt nicht. Also tob dich aus, nutz was du willst, nutz von mir aus ein Piano-Loop, pack da drauf 4 Soundgutizer, so man weiß nie, so dieser Sound könnte vielleicht dein Leben verändern und in einem bekannten Film gespielt werden und währenddessen regen sich Leute auf über, wieso hast du 4 Soundgutizer genutzt, so. Also Technik ist einfach ein Tool, mit dem wir es leichter haben, einen Vibe zu erschaffen. Aber Kunst, Emotion und Kultur steht immer an erster Stelle. Aber ja Leute, was denken ihr? Wieso ist es so, dass Musikproduzenten viel zu technisch denken heutzutage? Sind es vielleicht die Videos, sind es die Informationen oder die Technik, die wir immer mehr bekommen? Oder ist es vielleicht die Schule, die uns so dazu gebrainwashed hat? Was denkt ihr? Jetzt geht es hier oben rechts zum nächsten Video. Dort zeige ich euch, wieso Hör auf zu mixen einer der größten Mixing-Tipps ist. Oder unten rechts zu einer Beatmaking-Session, der ich euch zeige, wie ich ein UFO-Type-Beat von Anfang bis Ende produziert habe. Also Leute, das war's für heute. Vergesst nicht, ein Like zu droppen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.